Die Zange ist ja nicht einmalig, oder? Wir verwenden die mal. Au! Ahns! Ich hab mir... Ich hab mir gerade einen Zahn gezogen, um den Punkt auszugleichen. Was zum Fick? Wir spielen heute Inscription. Vielleicht das beste Spiel 2021. Kann gut sein, ich habe nur Gutes darüber gehört und ich glaube, es ist genau diese Art von Spiel, die ich mag. Es ist eine Mischung aus Roguelike, Karten, Horror, Meta, Indie, Überraschungsspiel. Steckt eine Menge drin. Und ich habe gelesen, dass man am besten nichts über das Spiel liest. Auch sehr gut, das ist auch schon sehr Meta. Das ist von Daniel Mullins, der schon Pony Island und The Hex gemacht hat. Auch so Indie Spiele mit immer so einem Twist und das soll das Spiel ja auch haben. Aber das soll auch noch vor allem auch ein richtig gutes Spiel sein und noch ein paar Besonderheiten. Wir fangen einfach an, da gibt es glaube ich irgendwie eine Menge zu erzählen. Ich bin jedenfalls sehr gespannt drauf, ich glaube genau, dass das super ist. Wir starten einfach mal. Das ist Daniel Mullins und das scheint einfach ein genialer Typ zu sein. Der macht anscheinend einfach dann so Spiele, die okay. Der Wahnsinn sind, an ins Umhauen. So scheint es mir. Warte mal ganz kurz, ich muss mal zwischendurch hier nochmal, das scheint mir... So, ich habe die Aufnahme gerade nochmal ein bisschen lauter gemacht, weil ich hatte das Gefühl, dass die zu leise ist. Ich muss nochmal raustappen. Falls es zu laut ist, müsst ihr Bescheid sagen im Chat. Aber ich glaube, das passt so. So, Inscription. Inscription heißt das Spiel, schon falsch geschrieben, was das wohl zu bedeuten hat. So, Optionen hatte ich schon reingeguckt. Man muss das immer dann sowieso draufziehen. Das ist witzig, aber... Die Musik ein bisschen leiser gemacht, obwohl die Musik sehr, 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 sehr cool ist. Habe ich die da schon rausgenommen. Der Rest, bla, 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 bla. Das scheint mir alles ganz vernünftig. Mal zurück, Mitwirkende, beenden. Ja, fortsetzen, würde ich mal sagen. Ne? Wir spielen es einfach mal. Weiterer Herausforderer. Es ist ewig her. Vielleicht hast du vergessen, wie dieses Spiel gespielt wird. Ich glaube, ich wusste es noch nie, ehrlich gesagt. Erlaube mir, dein Gedächtnis aufzufrischen. Spiel die Eichhörnchenkarte. Wolf, Wolf, Hermelin, Eichhörnchen. Wollen wir jetzt gleich hier schon aufbegehren? Nein, wir spielen die Eichhörnchenkarte. Ich mache ja oft, was man mir sagt. Die spielen wir hier rechts hin. Jetzt spiele den Hermelin aus. Warum muss ich dafür auf S drücken? Mit S geht es wieder zurück. Mit W auf... Ah, okay. Hermelin. Hermelin kommt ganz klar nach links. Und ich muss jetzt auf das Eichhörnchen... Okay. Ein ehrenwerter Tod. Spiel das Hermelin aus. Aber ich... Wölfe erfordern zwei Opfer. Du hast nicht genug. Bestätige die Glocke, um deinen Zug zu beenden. Und den Kampf einzuleiten. Dein Hermelin ist ohne Gegner. Zahl unten links ist die Angriffskraft. 1. Ich habe eben schon gesagt, dass man am besten nichts über das Spiel weiß. Ich habe gelesen, dass man halt eben nichts überlesen soll. Aber eine Sache weiß ich, dass eben dieses Roguelike-Kartenspiel so der Anfang ist und nachher passieren dann noch wilde Dinge, andere Sachen, die halt auch dann ganz super sind alles. Allerdings ist auch das Spiel, dieses, was dann gar nicht unbedingt der Kern des Spiels ist, dieses Kartenspiel so fantastisch, dass manche Leute das
unbedingt auch als einzelnes Spiel haben wollten oder als Endlosspiel, als richtiges Roguelike. Und das gibt es auch noch. Das kann ich dann vielleicht nachzeigen. Ich werde das erstmal ganz normal spielen. Aber vielleicht finde ich das Kartenspiel auch so super, dass ich mir das Spiel dann nochmal angucke. Aber das ist auch das Einzige, was ich wirklich weiß. Ansonsten, damit, wenn ihr jetzt nichts wisst, sind wir auch alle auf dem gleichen Level. Mal gucken. Also, dein Hermelin hat mir einen Schaden zugefügt. Ich habe ihn auf die Waage gelegt. Ein Schaden, okay. Du gewinnst, wenn du meine Seite bis ganz nach unten bringst. Ist doch jetzt schon ganz unten, oder nicht? Etwa so. Achso, das Beispiel. Ich bin dran. Was ist das denn für ein Gegner? Das sieht nicht gut aus. Okay, dein Hermelin steht meinem Kojoten im Weg. Mein Kojote hat deinem Hermelin zwei Schaden zugefügt. Also links die Angriffskraft, rechts die Lebenspunkte. Das heißt, die Gesundheit eines Hermelins verringert sich um 2. Wenn die Gesundheit einer Kreatur auf 0 fällt, stirbt sie. Du bist wieder am Zug. Okay. Du kannst von deinem Stapel nachziehen oder ein Eichhörnchen ziehen. Also das Eichhörnchen ist garantiert oder von meinem Stapel. Sieht eigentlich umgekehrt aus. Das ist ja der Stapel. Also, das ist, also ein Stapel ist das ja. Ein Stapel sind ja mehrere Karten. Und ich nehme mal die Karte, was da passiert. Ist das ein Eichhörnchen? Ne, ist eine Schnappschildkröte. Wie leichtsinnig von dir. Vielleicht irgendwie... Okay. Kann ich irgendwie nochmal... Ah, guck, so kann ich jetzt hier mich umgucken. Auf seine Seite, auf meine Seite. Übersicht und nach unten. Was haben wir denn? Wir haben 6 HP, die Schnappschildkröte. Der Kröte hat eh nur 1 HP. Kann ich das Hermelin irgendwie wegbewegen? Nee. Die Tatze nicht. Ich spiele mal den Wolf. Auch 2 Blutstropfen. Auch 2 Blutstropfen. Was die wohl machen? Keine Ahnung. Ich spiele mal den Wolf, weil er hat ja noch keine Karte gegenüberliegen und die macht 3 Schaden. Dir fehlen Opfer wie diese Karte. Achso, das sind immer die Opfer, die man braucht. Die Blutstropfen. Um Schnappschildkröte ausspielen zu können, wirst du 2 andere Kreaturen opfern. Schnappschildkröte erfordert mehr Blut. Das ist immer so schnell weg. Man kann es nicht eben. Das kann ich auch irgendwo machen, dass das nicht so schnell weggeht. Nein, ich will. Okay, selbst um ins Optionsmenü zu kommen, muss man schon voll die tricky Sachen machen. Was wollte ich machen? Dialogtexttempo. Wahrscheinlich immer noch wegklicken. Die Texte waren immer ein bisschen schnell weg, gerade fand ich. Startbildschirm, Deck verändern. Mal 0. Ja, ich will erstmal wieder raus. Okay. Also. Ich kann jetzt nicht spielen irgendwie. Ist doch scheiße. Ich klicke doch mal drauf. 2 Blut. Das heißt, du musst 2 Kreaturen opfern. Kann ich denn auch Kreaturen opfern, die noch nicht liegen? Nee. Achso, ich habe jetzt geklingelt, wenn mein Zug zu Ende ist. Weil du noch lernst, werde ich passen. Danke. Unheimlicher Augengeist. Du hast alle Kreaturen deines Stapels gezogen. Ein Eichhörnchen ist deine einzige Wahl. Eichhörnchen muss aber nicht geopfert werden. Null Angriffskraft. Ist aber ja auch scheiße. Ist nur zum Opfern da, oder wie? Aber nachziehen kann ich jetzt ja nicht einfach so. Du darfst nur zu Beginn deines Zuges eine Karte ziehen. Dann bimmeln wir nochmal. Der greift an. Du hast einen Schaden zugefügt. Da habe ich ein Gewicht auf die Waage gelegt. Du weißt schon, dass du mehr als eine Karte pro Runde ausspielen kannst, oder? Ja, aber nicht ohne Opfer. Du Opfer. So, jetzt, für den, die zittern schon so, für den Wolf werden jetzt 2 Eichhörnchen geopfert. Ha! Was war das? Du hast diese Partie gewonnen. Der Sound klingt fies, ne? Es wird nicht immer so leicht sein. Lass mich deine Geschichte in Erinnerung rufen. Oh ja. Ist echt gruselig, finde ich. Du hattest dich tief im Wald verirrt. Ein einzelner Pfad trat zutage. Zwei Bewohner des Waldes näherten sich dir zögernd. Die bissige Natter. Der Schaden ihres Giftbisses ist immer tödlich.
die unverwüstliche Katze. Wenn du das arme Tier opferst, stirbt es nicht. Nur ein kann dein armseliges Deck ziehen. Die Katze, die nie stirbt, die tankt immer und die kann man mehrfach opfern. Die Natter macht nur einen Schaden, killt aber alles. Ich finde die Katze ganz cool. Eine weitere Kreatur schließt sich deiner Karawane an. Einige Kreaturen des Waldes wirkten bereit, dir zu folgen. Du fandest einen zurückgelassenen Rucksack. Du hast ein Eichhörnchen in einer Flasche gefunden. Im Notfall einfach zerbrechen. Und nimm dir einen zweiten. Ein weiteres nützliches Werkzeug. Ich werde dir erlauben, damit etwas auf die Waage zu legen. Mehr als drei kannst du nicht tragen. Ups, kannst es gerade nicht nutzen. Okay, okay. Alles sehr mysteriös. Du wurdest überfallen, als du unwegsames Gelände durchquertest. Du hast mich nicht geopfert, wie nett. Vielleicht hilfst du mir, ja? Spiel erst einmal mit. Jetzt kannst du meine Züge vorzeitig sehen. Wo kann ich die Züge vorzeitig sehen? Was als nächstes passiert ist, so. Da passiert nichts, da passiert nichts und da passiert dann... Kann ich nach rechts klicken? Sieh mal da, das Regelbuch. Okay, Anhang, weiß ich nicht, 13, Teilabschnitt 6, Fertigkeiten, nee, Fähigkeiten 5, Entwicklung. Eine Karte mit diesem Siegel wächst nach einer Runde auf dem Brett zu einer mächtigeren Form heran. Muss ich dich daran erinnern? Deine Gegenstände könnten helfen. Ja, ich bin alles ganz ruhig. Ich muss erstmal hier ankommen. Ich glaube, ich schieb mich mal noch ein bisschen weiter nach rechts. Ich weiß nicht, ob da noch mehr. Dann kann man hier ein bisschen besser mitlesen. Und ich weiß nicht, ob da dann vielleicht weniger Sachen überdeckt werden. Und Eigenschaften. Ich mache mir ein kleines bisschen dunkler, weil ich finde das Spiel ein bisschen hell, finde ich. So, dann passt das gefühlt besser. Okay. Unheimlich, also es schafft schon so eine unheimliche Atmosphäre. Puh. Okay, also das, ja. Kann ich noch die andere Seite dahinter angucken? Nein. Was? Das kann ich mir nicht angucken. Der wächst, also der darf nicht lange leben, weil der wird stärker irgendwie. Was habe ich denn für Karten? Ich habe das Eichhörnchen, Hermelin, Schnappschildkröte und die Katze. Und ich kann auch Eichhörnchen irgendwie... Was macht das? Was macht denn die Zange? Rechtsklick. Zange für den Anwender. Du legst ein Gewicht auf die Waage. Der Schmerz dauert nur kurz an. Und Eichhörnchen, Flasche für den Anwender. Ein Eichhörnchen entsteht in deiner Hand. Die Karte Eichhörnchen ist definiert durch 0 Kraft, 1 Gesundheit. Genau, Anfang der Runde kann ich auch was ziehen. Ist jetzt nicht Anfang der Runde, darf ich nicht was ziehen? Das kann ich spielen und opfern. Wie oft kann ich denn die Katze opfern? Die kommt wieder, aber wahrscheinlich nur einmal pro Runde. Ich ziehe mal so eine Karte hier. In der ersten Runde kannst du keine Karte ziehen. Wir fangen einfach mal an. Wir spielen mal das Eichhörnchen. Dann spielen wir die Katze. Dafür muss ich das Eichhörnchen opfern. Dann spielen wir das Hermelin. Und opfern dafür die Katze. Auf geht's! Ja gut, das ist die richtige Einstellung. Und die Schnappschildkröte.
Kann ich jetzt die Katze nochmal opfern? Aber ich habe auch nicht so viel Platz. Fällt mir gerade auf. Schnippschickel muss ich zwei opfern. Okay, wir machen mal unsere Runde zu Ende. Der Felsbrocken beschützt mich, aber dann kann ich nichts anderes dahin legen. Ich muss ja irgendwie durch die durchkommen. Ach, ich hätte das da hinlegen sollen. Ich dachte irgendwie, ich mache den Stumpf weg, aber ist ja eigentlich Quatsch. Ich hätte ihn da liegen lassen sollen und das Hermelin dahin. Und der Stumpf mir dann, dass er mir vielleicht egal ist. Ah. Das extra gemacht, weil ich dachte, mit der Katze kriege ich den Stumpf nicht weg. Aber ich brauche den Stumpf vielleicht auch gar nicht wegkriegen. Pass auf das eifrige Wolfsjunge auf, es altert schnell. Fledermaus. Zwei Angriff. Ein Lebenspunkt. Und fliegt. Eine Karte mit diesem Siegel greift ein Gegenspiel direkt an, selbst wenn eine Kreatur sich entgegenstellt. Ha. Ja, das war ungeschickt, die Katze dahin zu legen. Da habe ich irgendwie anders gedacht. Nehmen wir das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen. Ich hätte vielleicht auch die Flaschen schon benutzen sollen. Ja, wir opfern das Eichhörnchen. Wir legen das Eichhörnchen hier hin. Ich opfer das Eichhörnchen und die Katze. Und spiele die Schildkröte hier aus. Und beende die Runde. 3-2, aua. Die Fledermaus fliegt über Kreaturen hinweg und greift direkt an. Dann hilft auch die Katze nicht, sie wiederkommt. Au. Okay, her damit. Noch ein Wolf. Ich verliere vielleicht schon die erste Runde, das habe ich nicht gut gespielt. Puh. Gleich am Anfang mal versagt, aber was haben wir denn hier? Mächtiger Satz. Eine Karte mit diesem Siegel blockiert eine sich entgegenstellende Kreatur mit dem Siegel flugfähig. Achso, mit dem Schild, okay. Der hat mir das Buch mal geholfen, oder wie? Ich musste zwei opfern, um den Wolf zu bekommen. Der Wolf macht immer einen 3-Angriff. Katze und Hermelin. Aber das Hermelin hat sich schon bedankt. Ich kann nicht das Hermelin opfern. Den Felsbrocken. Kann man den Felsbrocken opfern? Wahrscheinlich nicht. Aber das macht mich jetzt schon fertig. Aber die Karten. Dann opfere ich die Schildkröte. Ich kann den Felsbrocken opfern. Ach, ich schon kann ich auch den Felsbrocken opfern? Okay, die, oder? Kann ich? Nein, du kannst Felsbrocken kein Blut entnehmen. Aber ich muss jetzt nicht mehr zwei. Ich habe zwei geopfert. So, und kommt der Wolf dahin. Die Zange ist ja nicht einmalig, oder? Wir verwenden die mal. Au! Ahns! Ich hab mir. Ich hab mir gerade einen Zahn gezogen, um den Punkt auszugleichen. Was zum Fick? Ich hätte nicht gedacht, dass du das wirklich tun würdest, ja? Die Zange ist jetzt auch weg. Warum sind die Zange ein. Alter! Was zum Fick? Noch ein Wolf, den ich zwar opfern muss. Ich will aber gar nicht. Ich will das Hermelin auch nicht opfern. Das ist eh zu, die Runde ist eh scheiße. Okay, so. Was zur Hölle? Hermelin opfere ich nicht. Außerdem mache ich eben mehr Schaden. Ich mache 7 Schaden, er macht 2 Schaden. Wir müssen noch viel mehr. Du gewannst die Oberhand und reist es weiter über das nunmehr blutbefleckte Gelände. What? Okay, erstmal.
Schönen guten Abend an alle, die inzwischen im Chat aufgetaucht sind. Ja, der Spieltitel steht ja auch im Namen und unten in der Beschreibung. Inscription spiele ich. Man kann auf Steam eine kostenlose Demo spielen oder auch auf GOG. Ich bin ein bisschen geschockt, was hier los ist. Also, es ist ganz unheimlich. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel, aber meine Herren, ich spiele es zum ersten Mal. Was auch gerade gefragt wurde, in der Tat. Alter, was ist denn hier los? So, zwei Karten. Okay, erstmal wieder ankommen. Und moin, Fleffers. Das kleine Wolfsjunge, es wächst nach einer einzigen Runde zu einem Wolf heran. Okay, es wird nach einer Runde stärker, braucht nur eine Opferkarte. Der bescheidene Sperling, eine günstige, wenn auch schwache fliegende Kreatur. Ich nehme das Wolfsjunge, okay. Du stießest auf ein paar seltsame Steine im Nebel. Du sahst dich veranlasst, ein würdiges Opfer zu wählen, eines, das für immer verloren wäre. Ach komm, doch nicht gleich. Die Katze geopfert. Wähl mich. Du hast deine Menagerie gemustert und einen gesunden Wirt ausgewählt. Viele Leben, ja. Kann ich jetzt eine Karte verbessern? Wähl mich. Wähl mich. Soll ich dem Hermelin vertrauen? Was meint ihr? Darf man überhaupt jemand vertrauen? Aus Hermelin, am Anfang hat sich's bedankt. Wähl mich. 1, 6, auch 2 Opferungen. Es braucht halt auch nur eine Opferung. Ich wähle mal das Hermelin. Aber irgendwie ist das auch ein bisschen zu eifrig. Jetzt opfere ich die Katze für das Hermelin. Welch Ehre. Ein grausiges Spektakel. Doch die Seele der Karte Katze lebt jetzt in der Karte Hermelin. Jetzt hat er die Fähigkeit bekommen, okay. Okay, das ist irgendwie alles gruselig. Sieh dir mein Totem an! Es überträgt das Siegel flugfähig auf meine hundeartig Karten. Okay. Muss der ganze Tisch dann gleich so rot sein? Was hat denn hier für Karten da liegen? Ah, ein Kojoten, der fliegen kann. Klar. Finde ich gut. Hat das flugfähig als Bonus bekommen. Also wir spielen jetzt mal das Eichhörnchen. Das ist alles scheiße. Und dann spielen wir das Wolfsjunge, das nach einer Runde halt anwächst. Opfern das Eichhörnchen. Zwei, eins machen die 4 Schaden, ist auch nicht gut. Mein Totem hat meinem Kojoten die Gabe des Fluges gewährt. Oh, gleich angreifen. Gleich angreifen. Aua. Ich brauche ein Eichhörnchen. Und ich brauche noch ein Eichhörnchen aus der Flasche. Das hilft alles nichts. Ich brauche noch einen Wolf. Wenn die fliegen, kann ich die trotzdem nicht angreifen, oder? Das habe ich jetzt vorhin nicht richtig aufgepasst. Ich spiele erstmal 2 Eichhörnchen. Und den Wolf, wir opfern 2 Eichhörnchen und spielen den Wolf hier hin. Weil der greift mich direkt an, nicht den Wolf, aber kann der Wolf den Kojoten angreifen, auch wenn er fliegt, wir werden es sehen. Ja, okay, das ist sehr gut.
Ich habe auch gar keine Karten, die nur ein... Das Einzige, was nur ein Opfer braucht, ist... das Wolfsjunge. Die Schnappschildkröte, die ich... Ich habe, glaube ich, hier noch eine Schnappschildkröte und... Was habe ich dann noch? Das Hermelin habe ich noch. Die Schnappschildkröte hilft mir nicht viel. Braucht zwei Opfer. Aber ich bin ja eh jetzt im Vorteil. Ich mache ja 6 Schaden, er macht 2 Schaden eigentlich. Oh, da kommt auch neues Zeug nach. Habe ich gar nicht nachgeguckt. Ah, guck. Ein Schaden vom Sieg entfernt. Kann ich mir noch einen Zahn ziehen. Die Zange ist ja auch weg. Ich wusste gar nicht, dass das einmalig ist. Aber, mein Gott. Er ist völlig verrückt. Das siehst du ja, oder? Kümmert sich nicht um die Regeln. Wirklich erbärmlich. Genug! Behält mich nur hier, um mich leiden zu sehen. Warum die weißen Augen jetzt? Oh, wie fies! Egal, ich hau den einfach weg. Beeindruckend. Vielleicht überstehst du diese Tortur ja doch. Klopf auf Holz. Ja, ich kann mich da oben angucken. Was sind meine Karten? Das ist der weitere Weg. Feuer oder was anderes. Ich bin erstmal hier hin. Wir müssen eine neue Karte, glaube ich, ins Deck aufnehmen. Das ist alles sehr weird. 3 Karten zur Auswahl. Ochsenfrosch, der wachsame Ochsenfrosch. Er springt fliegenden Angreifern in den Weg. Ach, guck, er kann das aufhalten, okay. Natter, die immer killt. Wenn eine Karte mit diesem Siegel einer anderen Kreatur Schaden zufügt, stirbt diese Kreatur. Und der fliegende Sperling. Ich mag ja immer Board Control. Aber ich brauche auch welche, die nur ein Opfer brauchen. Der Ochsenfrosch tankt halt nochmal. Was ist das? Was macht das Feuer? Was soll ich machen? Das Feuer oder das hier? Was kann das denn sein? Das ist auch irgendwie eine Rast. Sowas, so ein Feuer ist. Das ist alles unheimlich. Das Feuer ist irgendwie so eine Rast. Und das? Was macht man bei einer Rast? Gegenstände wieder auffüllen? HP wieder auffüllen? HP habe ich doch. Ich kann ganz gerne sehen, was hier oben noch passiert. Da kann man nicht. Da ist irgendwie schwer zu sehen. Hier ist nochmal ein Feuer und hier ist... Das ist das gleiche wie das hier. Wir machen das mal. Ah, ist wieder ein Opferstein. Okay. Ich würde ganz gern das der Schnappschildkröte geben, wenn. Dann die kann nämlich ordentlich tanken. Okay. Was haben wir denn hier? Große Tanne, blockt Fliegende. 3 HP. Da kommt ein fliegender Sperling und ein Grizzlybär 4-6. Was zum Fick? Ich habe noch ein Eichhörnchen in der Flasche. Doch gar nicht 2 opfern. Mit fiesen weißen Augen. 2 opfern. Der Flappers hat ja gerade nach einem guten Horrorfilm geguckt. Ich glaube, du solltest das hier zugucken. Ich meine,
Vielleicht der Horrorfilm für später, aber das sieht mir sehr horrormäßig aus, ehrlich gesagt. 4, 6? Die Schildkröte hat 6 HP, würde 2 Runden überleben. Wie opfer ich denn? Aber ich will auch gar nicht 2 opfern. Das ist doch scheiße. Also das ist schlecht. Es gibt einen Ausweg für uns beide. Er ist irgendwo in dieser widerlichen Hütte. Sei still oder ich reiße dich in Fetzen. Ich mache das übrigens mal ein kleines bisschen schneller. Weil das, glaube ich, mit einem anderen Text zu tun hat. Machen wir es mal so. Das ist, glaube ich, nichts auf dem. Bei oben, dass man so schnell verschwunden ist, dachte ich, ich ändere das mal. Aber ich glaube, das ist jetzt so okay. X mal 3. Was sind mal 3? Was ist hier los? Guckt ja so traurig. Achso, ich muss was opfern für den hier. Warum kann ich ja nicht vernünftig ziehen hier rechts? Eine Karte pro Zug, sei nicht gierig, achso. Aber ich will jetzt auch nicht verlieren. Nehmen wir es aus der Flasche. Zurück aufs Brett. Aber, achso, nur wenn man den opfert, kommt der wieder, oder wie? Da ist noch ein Wolf drunter. Der Wolf hilft mir überhaupt nichts. Das Eichhörnchen kann nur tanken. Okay, die Runde sieht schlecht aus. Du hast verloren. Lern daraus. Vielleicht kannst du nur so meine Enttäuschung in Grenzen halten. Steh auf! Verlass den Tisch! Hol mir den Kerzenleuchter vom Fass neben der Tür. Okay. Was kann ich jetzt hier noch so richtig? Das ist ein Hamm? What the fuck? Da ist ein Tresor. Mit einer Zahlenkombination. Solche Figuren. Was ist denn hier los? Der macht immer fiese Spiele. Was zum Fick? Bring ihn her. Okay. Draußen Donuts. Ich bin aber auch echt ein Schisser. Kann ich die Kerze ausmachen? Ah! Kann ich hier näher zu dem... Ich geh mal wieder weg. Ich geh mal auf die andere Seite des Tisches. Jetzt setz dich wieder. Lass mich dir etwas erklären. Das war es ein Leben. Das war einer der beiden Fehler, die du hier machen kannst. Wenn du einen weiteren Fehler gehst, muss ich dich opfern. Also, wo waren wir? Kann ich beim Rasten vielleicht wieder eine Flamme zurückbekommen? Da ist ein Boss. Ich gehe trotzdem, ich will mal wissen, was der Rucksack macht. Was ist das denn? Scheiße. Ich will gar keine Karten. Jetzt alles, ich brauche Natte. Der unbeständige Hirsch. Er bewegt sich nach dem Angreifen. Ach, nach rechts. Okay. Wenn der Besitzer seinen Zug beendet, bewegt eine Karte mit diesem Siegel sich in die auf dem Siegel angegebene Richtung. Der stolze Wolf. Was ist das? Warum? Was soll das denn? Was soll das?
Und Sinatra wäre eben nicht schlecht gewesen. Sinatra. Okay. Krieg ich ein neues Item vielleicht hier. Ihre Opferung bringt dir 3 Blut ein. Da hilft auch kein Meckern. Die schwarze Ziege, okay. Okay. Ein hiermit erzeugter Windstoß kann deine Kreaturen in die Lüfte heben, wenn auch nur für eine Runde. Ein dicker Brocken kann gegen harte Brocken von Nutzen sein. Felsbrocken, 5 HP. Wähle eine. Die schwarze Ziege. Kann ich noch mehr wählen, oder was? Das war eine schwarze Ziege. Ein mächtiger Gegenstand. Dreh sie um und ich lasse meinen nächsten Zug aus. Oder nochmal einen Zahn ziehen. Nee, das finde ich auch ganz gut. Okay, okay. Da du mit 3 Gegenständen schon schwer genug bepackt warst, zogst du weiter. Bossfight. Die Bäume schienen näher an dich heranzurücken, als ein frostiger Nebel niederwallte. Okay. In der Ferne konntest du das Klirren von Metall auf Stein vernehmen. Eine gebeugte Gestalt stand dir im Weg. Ja, es war der Goldsucher. Er macht wieder einen auf Goldsuche. Leichter Boss. Das Muli ist der Schlüssel. Dann machst du das ein bisschen langsamer. Das war ein bisschen zu fix jetzt. Machen wir es mal so. Das ist jetzt richtig gespeichert. Ja. Okay. Welches Muli ist denn da? Ist das ja eigentlich mit der? Kann ich das irgendwie beeinflussen? Nicht so richtig. Was hat es mit den Augen auf sich? Und warum das Muli? Schwarze Ziege, den Zug auslassen. Okay, was haben wir denn? Eichhörnchen, Schildkröte, Wolf und Hermelin. Was spielt denn der nächste? Wir haben den Felsbrocken hier. Packmuli, es bewegt sich mal weiter nach rechts. Das muss ich killen. Ja, aber mit 5 HP. Es bewegt sich mal weiter. Sprinter. Was? Ich wollte nicht die schwarze Ziege. Ah, verklickt. Coyote 2-1. Einmal 3 Schaden machen. Okay, warte, wir müssen mal jetzt das Eichhörnchen, dann die schwarze Ziege und dann habe ich 3 Sachen, die ich spielen kann. Okay, erstmal das Eichhörnchen. Die schwarze Ziege killen wir. Das Eichhörnchen, wir spielen die schwarze Ziege hier aus. Und dann will ich Schaden machen. 1, 3. So, ich habe 3 Blut jetzt. Doch. Das Hermelin spielen. Diese Stelle, bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Dann den Wolf hier hin. Es fehlt ja offenbar an Karten. Was? Aber ich hab doch. Ich hab doch. Die Ziege bringt mir doch 3 Blut. Ich dachte für die ganze Runde oder nur für diesen einen Move. Ich konnte noch, nein, warum kann ich denn jetzt nicht den Wolf spielen? Ich habe doch die Ziege noch 3 Blut gegeben. Aber anscheinend nur für den nächsten. Was ist eigentlich hier los? Mächtiger Satz an der Karte mit diesem Sieger blockiert. Blablabla. Danke. Das ist doch scheiße. Rechts gehen, wenn da keiner ist? Nee, geht nicht. Dann hätte ich auch das so spielen können. Ah, wenn da jemand ist, kann der auch nicht nach rechts latschen.
Du noch eine Runde schon dahin. Ach, jetzt habe ich es noch anders gemacht, als ich eigentlich wollte. Wo sehe ich eigentlich, wie viel Opferblut ich gerade habe? Sehe ich gar nicht, ne? Ah, hier. Zwei Token muss ich wegmachen. Deswegen geht das auch nicht drüber. Damit ich ihn jetzt schnell killen kann, das Wolfsjunge. Bevor es zu stark wird. Ich muss zwei opfern, das werden wir dann auch. So. Das Wolfsjunge killen wir. Kojoten. Ich habe es versäumt, Overkill-Schaden zu erwähnen. Überschüssiger Schaden geht nicht verloren. Er überträgt sich auf die Karte hinter der geschundenen Leiche des Ziels. Oh, das ist sehr gut. Zum Glück für dich. Und das Muni läuft weiter, aber es stirbt jetzt doch dann demnächst. Das Hermelin kann ich offen, aber ich habe gar keinen Platz hier. Jetzt sind erstmal die andere Karte. Das Wolfsjunge, okay. Schildkröte opfern. Ach, warum ist er wieder nach links gegangen? Warum hat sich das dann geändert? Der war doch mit dem Pfeil nach rechts. Hoffentlich hast du nicht geglaubt, es würde so leicht sein. Es war ein Leben, sozusagen. Es ist Gold in diesen Karten. Der hat meine Karten kaputt gemacht. Gold! Ich bin auf Gold gestoßen. Ja. Aber du hast meine Karten kaputt gemacht. Ich will doch das Packmuni kennen. Wie wäre ich denn die Karten los? Was soll das? Bluthund. Okay, was macht der Bluthund? Beschützer. Wenn eine gegnerische Kreatur gegenüber einem leeren Feld platziert wird, bewegt eine Karte mit diesem Siegel sich auf dieses leere Feld. Aber die Goldnuggets liegen jetzt völlig falsch. Das ist scheiße. Das ist die Natter, oder? Die Natter braucht aber zwei Opfer. Aber das Muli, ich habe gar keinen Muli mehr. Gar keinen Hermelin mehr. Das Muli hat noch 1 HP. Scheiße. Das stirbt einfach, das bringt überhaupt nichts. Scheiße. Braucht zwei Eichhörnchen und dann den Wolf. Vielleicht muss ich das nutzen. Aber das braucht nur eins. Kann ich das Wolfsjunge spielen in der Runde schon? In der ersten Runde macht sie nur 1 HP. Also 1 Damage.
muss, glaube ich, jetzt. Oder sonst killt er das ja auch einfach. Da habe ich auch nichts davon. Ja. Goldnuggets kann ich natürlich nicht opfern. Das kann ich nicht einmal spielen. Der killt das einfach. Ich muss das spielen. Ich passe in meinem nächsten Zug. Okay. Ich muss passen. Zwei Opfern bringt mir auch nichts. War es voll. Da ist irgendwas drunter. Warum konnte ich das Moody vorhin nicht killen? So ein Scheiß. Da kommt die Natter. Ich ziehe ein Eichhörnchen wieder zum Tanken. Und der Wolf greift an. Die Natter greift das Goldnagel an. Das ist kein Problem. Mit dem Eichhörnchen tanke ich ja einfach immer. Und greift da weiter an. Weg mit dem Licht. Erlaube mir, deine Kerzen wieder anzuzünden. Noch werde ich dich nicht töten. Okay, nach dem Boss kriegt man es wieder. Du bist der Erste seit einer ganzen Weile, der einen Boss besiegt hat. Zur Belohnung bekommst du Gelegenheit, dir eine seltene Karte auszusuchen. Hey, The Bruce. Vielen Dank für deinen Sub. Und gleich 6 Monate im Voraus. Okay. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das freut mich sehr. Danke für deinen Support. Toya meint, dass das Moody die Richtung wechselt, wenn eine Karte den Weg blockiert. Möglich. Vielen Dank nochmal, dass du dann den dann so nett begrüßt. Lieb von dir. Okay, wähle sorgfältig eine seltene Karte. Puh. Armes, verlassenes Kind. Es stirbt nicht, wenn es geopfert wird. Aber bringst du es über das Herz, es was zu versuchen? Ist das ein kleiner Drache? Ist doch kein Kind. Kind 13 heißt das. 0 Angriff, 1 AP und kann nicht kopfen. Okay. Der unerquickliche Gag. Vielleicht kannst du einen Nutzen für ihn finden. 1-1. Der kostet keinen. Also das ist halt wie ein Eichhörnchen, kostet aber nichts. Dieses Ausmaß an brutaler Stärke bedarf keiner Erklärung. 7-7. 4, aber wie kriege ich denn 4 Opfer nur durch die schwarze Ziege? Okay, ich weiß nicht, was ich hier machen soll, ehrlich gesagt. Der Gag ist ein besseres Eichhörnchen, was ich auch was andere ziehen kann. Aber es ist ja nicht verlässlich, dass ich das ziehe. Ist dann halt natürlich am Anfang auf der Starthand ganz gut, weil das schon mal einen Schaden macht. Und dann kann ich es immer noch opfern. Aber das Kind 13. Ich habe ja schon eine Opferkarte mit nur. Also ich muss ja trotzdem. Und es hat ja trotzdem nur 0-1. Aber irgendwas Besonderes muss doch dabei sein. Da sind auch noch diese Symbole drauf. Hier ist so ein Hirsch drauf. Hier ist so ein, weiß nicht, eine Echse, ein Drache, Gecko eben. Mich erschließt sich nicht ganz, wann ich diesen Gag spielen soll. Ach, der macht halt einen Schaden. Ich möchte Sachen lieber selber rausfinden, QQ Onyx. Vielen lieben Dank. Das ist, glaube ich, auch ein großer Reiz des Spiels, dass man einfach das ja ausprobiert und kennenlernt. Und man sicherlich auch Fehler macht oder Sachen falsch spielt. Wenn ich mal wirklich eine Frage an euch habe, sage ich das mal. Ich denke halt laut. Aber ich möchte es tatsächlich gerne selber rausfinden. Das ist, glaube ich, wieder Teil des Spaßes. Aber Kind 13, was ist das auch für ein Name? Also die erscheinen mir nicht so stark. Vor allem, wenn ich es nicht ziehen kann. Den kann man halt spielen ohne Opfer. Aber das kann ich ein Eichhörnchen auch. Er macht halt vorher noch einen Schaden. Nächste Runde kann ich ihn dann opfern. Ich probiere den mal. 4 Opfer Blut. Boah.
Eine gute Starthand eigentlich. Während die Schläge mit der Spitzhacke des Goldsuchers dir noch in den Ohren dröhnen, setztest du deinen Weg fort. Gleich grün, dabei rot dir noch angenehmer. Der widerliche Gestank von Fäulnis und Schimmel lag in der feuchten Luft. Bei jedem Schritt, den du machtest, huscht oder glitt etwas vor dir davon. Vorsichtig betratest du das Sumpfgebiet. Sperling 1-2, Ochsenfrosch 1-2, die leidenschaftliche Mantis. Ihre Fangbeine schlagen sowohl nach rechts als auch nach links. Das ist cool. Links und rechts des Feldes vor sich an. Das ist cool. Nehmen wir. Aber Rasten oder Rucksack? Mein Rucksack ist leer. Rasten. Was das Feuer macht, habe ich immer noch nicht rausgefunden. Sway, vielen Dank für deinen Sub. Danke sehr. Eichhörnchen. Der fiese Zahn. Alle fliegen. Noch ein Eichhörnchen ist gut. Noch ein Eichhörnchen. Schwarze Ziege. Das Stundenglas ist super nice. Born of Friday. Nee, on Friday sagt Mantis ist nice, aber du kannst nicht vor dir angreifen. Ja, genau. Das. Ja. Man kann halt nur rechts und links angreifen. Das muss halt richtig kombinieren. Was haben wir denn? Eichhörnchen, Mantis, Schildkröte, Hermelin. Was kommt da? Der Eisvogel. 1-1 fliegend und Wasserwesen. Aber auch fliegend, oder wie? Flugfähiges Wasserwesen. Eine Karte mit diesem Siegel taucht während des gegnerischen Zuges ab. In dieser Zeit greifen sich entgegenstellende Kreaturen den Besitzer direkt an. Ach, es taucht, okay. Das kann ich also nicht so leicht killen, dass auch zwei Eisvögel, die einfach abtauchen. Während des gegnerischen Zuges, okay. Ansonsten fliegen sie. Ja. Da bringt die Mantis auch nichts. Aber wie ist denn das? Greift, wenn da kein Gegner ist, greift er zweimal den Gegner an? Ja, das werden wir rausfinden. Eichhörnchen. Hermelin. In Ordnung. Mantis. Traurig, er guckt. Dann kann er in der Runde auch nicht mehr angreifen, oder? Man sieht ja nicht so richtig durchgestrichen aus, aber guck mal. Doch, doch, okay. Nur ganz kurz. Wie viel? Kann ich das mal angucken? 1, 2, 3. Der Mantis, doch, Mantis greift halt einfach zweimal den Gegner an. Das ist ja super. Also Mantis hat zweimal angegriffen, wenn er halt kein valides Ziel ist. Macht also 2 Schaden. Wenn da Gegner sind, greift er die beiden Gegner an und wenn kein Gegner da sind, wird zweimal der Spieler angegriffen. Okay, das ist nice. 1-6 ist irgendeine Scheißkarte, ehrlich gesagt. Gag. Ohne Opfer, das ist gut. Ha! Viel zu einfach. Das war ein Opferstein. Das war neue Items. Items habe ich noch. Das sieht ganz gut aus. Was ist das denn hier? Unterwegs wurdest du von einem Fallensteller angehalten, der seine Felle verkaufen wollte. Seine Erscheinung hat etwas Unheimliches. Doch seine Waren lenken dich schnell ab. Da sieht sie ja eine Maske auf. Magst du dir meine Felle ansehen? Der Fallensteller handelte mit 10. Die Art, die im Kampf gesammelt wird. Ach, das ist immer der Overkill? Oder wie viele Gegner ich besiegt habe? Man erhält sie, wenn man mehr Schaden verursacht, als nötig ist, um eine Partie zu gewinnen. Also der Overkill am Ende, ja. Nimm ein Fell, kostenlos. Okay. Erkennst du die Qualität? Kaninchenfell. Was heißt denn das? Kann ich einfach hinlegen und blockt, oder wie? Du gehst schon? Entschuldigung. Bitte, sieh dir meine Felle an. Ja, ja.
Für 2 Zähne kriege ich ein Kaninchenfell. Für 5 goldenes Fell für 9. Ich habe aber nur 4. Ich kann mir eh kein Wolfsfell gönnen. Was bringt mir das denn, wenn es eine Karte ist? Ein Eichhörnchen hat ja auch immer 1 HP und kann ja auch tanken. Warum sollte ich mir ein Kaninchen nicht? Was ist denn der Vorteil von einem Fell gegenüber einem Eichhörnchen, wenn es normal... Ich kaufe jetzt mal nichts. Danke für das Geschäft. Der Mann versicherte dir, die Felle seien von großem Wert. In einem Kampf scheinen sie nichts zu nützen. Aber er erwähnte, die Händlerin ein Stück weiter auf dem Weg werde dich dafür belohnen. Ich vielleicht doch mehr kaufen sollen. Toya meint, vielleicht kannst du das Fell auf andere Karten anwenden. Oh, das ist eine coole Idee. Das könnte natürlich sein. Also neue Items brauche ich nicht. Ja, mal schauen. Ja, vielleicht kann man auch handeln, aber vielleicht kann man das auch... Interessante Idee, Toya. Ah. Was opfern wir denn? Gift. Oh, Gift auf der Mann. Ah nee, ich muss ja... Wie, das heißt, zu einer mächtigeren Form heran. Das ist eigentlich ganz geil. Gift. Gift wäre natürlich auch ganz geil. Auch sowas wie der Schildkröte. Aber die Schildkröte... Hat die Schildkröte schon irgendeine Fähigkeit? Die Schnappschildkröte? Braucht natürlich 2 Opfer. Das ist natürlich auch stark auf einer anderen Karte. Rechts und links angreifen auf einer, die mehr Schaden macht. Also, stärker, also eine stärkeren Form heranwachsen, ist natürlich auch nicht schlecht. Die Natter kann ich selten spielen, macht 1-1, killt halt eine gegnerische Kreatur, aber wenn ich das auf die Schnappschildkröte mache, müsste das eigentlich auch gehen. Das ist natürlich auch echt nice. Auch wenn der viel Schaden macht. Weil 1-1 ist natürlich nicht so spannend, aber ich opfere mal die Mantis. Die Natter wäre auch gut. Die Mantis für das Kaninchenfell. Okay. Verliert man das? Oder können die auch mehrere Fähigkeiten haben? Eine Natter, die rechts und links angreift und mehrere Einheiten killt, auch nice. Überschreibt es das? Man weiß es alles nicht. Werde ich wohl mal ausprobieren müssen. Ich habe mal Angst, dass es dann halt natürlich schief geht. Und mir dann kostet. Ich bin's, ja. Kaninchenfell. Das ist alles so eine Biene. 1-1 fliegend. Eichhörnchen, Gag und Hermelin. Wenn die da liegen, greift das noch nicht an, okay. Was soll das Kaninchenfell? Schlimmer Fehler. Warum denn? Danach auf dem Weg kamen eh wieder neue Items. Oh, der Wolf. Deswegen kann ich eigentlich die beiden Sachen verwenden. Ich kann auch einmal das Hermelin opfern. Eine Biene mit einer Ameise drauf. Was soll das denn? Oder mit einer Spinne drauf? Ich
in der nächsten Runde richtig Overkill mache, dann kriege ich doch voll viele Punkte dazu. Man kriegt aber mehr Zähne, je mehr Overkill man macht. Guck, ja, ganze Zahnsammlung. Ja, das war gut. Hier ist halt eben der Rucksack, deswegen habe ich auch so viele Consumables eben verbraucht. Was ist hier los? Neue Karten, Schnappschildkröte. Bienenstock, der unverletzliche Bienenstock. Wenn er angegriffen wird, siehst du eine Biene. 1-1 fliegend. Unverletzlich ist er auch nicht, der hat doch... Wenn eine Karte mit diesem Siegel angegriffen wird oder getroffen wird, entsteht eine Biene auf deiner Hand. Die Karte Biene ist definiert durch ein Kraft, ein Gesundheit, Flugfähig. Aber natürlich kann ich die Biene opfern. Das heißt, ich krieg 1 bis 2 Bienen da draus. Der hinterhältige Rabe, ein Schandfleck der Lüfte. Das ist halt, könnte mir ein Kartengenerator sein. Nehmen wir mal mit. Das könnte ich auch dann später auf die Schnappschildkröte tun, zum Beispiel, die mir dann ganz viele Bienen generiert. Wenn du es für nötig hältst, kannst du damit einer meiner Karten zerschneiden. Das scheint mir sehr mächtig. Eine Runde aussetzen scheint mir auch sehr mächtig. Okay, was haben wir denn hier? Eichhörnchen, Bienenstock, Wolfsjunge, Wolf. Was haben wir hier? Einen Stumpf. Kojoten, 2-1. Eisvogel, 2 Eisvögel. Große Tanne. Die blockt das immerhin. Der Kojot hat 1 AP. Das Wolfsjunge muss erstmal eine Runde heranwachsen. Die fliegen, das ist ja auch scheiße. Er macht 2 Schaden. Da bringt der Bienenstock gar nicht so viel, weil der nur 2 HP hat. Der wäre halt gut, wenn der Fliegende blocken würde, weil dann könnte ich hier 2 Karten rausbekommen. So bringt er mir nicht so viel. So kriege ich halt 1 Biene. Da brauche ich das Hermelin, damit es sich lohnt. Weil sonst... Und das fliegt... Wo ist das Wolfsjunge? Jetzt spielen wir dahin. Karten ziehen da wieder, die schwarze ziehen mit 3. So, das Wolfsjunge ist herangewachsen. Ach, das verschwindet ja immer. Der Bienenstock blockt halt eine Runde, also kauft mir eine Runde sozusagen. Ich brauche auch was zum Opfern. Da habe ich zu viele Sachen drin, die ich nicht opfern kann, die ich gar nicht spielen kann. Ich muss den Wolf spielen mit dem Eichhörnchen. Das heißt, das Eichhörnchen spiele ich, den Bienenstock. Der tankt eine Runde und dann habe ich mal in der nächsten Runde was. Wo ich kann auch das Eichhörnchen einfach tanken lassen, oder? Für die Runde. Aber das kann ich auch nicht. Kann ich ja jede Runde machen. Das bringt mir auch nicht viel. Lass mal den Bienenstock tanken. Ach, muss ich auch was. Deswegen war es das. Aber was bringt mir das denn dann? Der tankt da auch nicht mehr. Bringt mir an der Stelle gar nicht. Kann ich auch immer das Eichhörnchen legen und tanken lassen. Das bringt mir überhaupt nichts.
Die rücken ja auch nicht nach da oben, solange da keine neuen liegen. Der Fischotter. Greift er eigentlich, habe ich gar nicht genau aufgepasst, den dahinter an oder dann gleich den Spieler? Greift er den nur an, wenn der Overkill ist? Der Wolf. Ich kann eigentlich immer beliebig mit dem Eichhörnchen hier tanken. In der Situation. Ja, dann fliegen natürlich und machen Schaden. Große Tanne tankt da ein bisschen, aber jetzt auch Schluss damit. Aber hat ja im Prinzip auch gereicht. Der Wolf greift halt immer schön an. Das müsste dann auch erreichen jetzt. Ja. Mal kurz was. Einmal. Muss ich da was umstellen? Puh. Okay, was ist das denn hier? Karten, neue Karten ziehen? Das ist mein Deck. Guck an. Mein Deck nochmal angucken. Bienenstock, Kaninchenfell. Zwei Wölfe. Das Symbol kenne ich auch noch nicht. Rucksack, Karte opfern. Und dann lernen wir auch mal das Feuer kennen. Dann haben wir das mal. Gucken, was das ist. Jetzt musst du eine andere Art von Entscheidung treffen. Wähle nicht eine bestimmte Bestie, sondern such dir die Kosten aus, die du bezahlen willst. Ein Blut, zwei Blut, drei Blut. Ich brauche eigentlich noch günstige Karten, oder? Moin Nitro. Hey. Ich brauche schon noch günstige Karten. Opfert man auch mal größere drei. Ein heranwachsender Rabe. Nicht weniger hinterhältig, während er sich entwickelt. 02. Zufällige Karte, die 1 kostet. Was hast du erwartet? Ich habe nichts erwartet. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Was macht das Feuer? So eine bestimmte Kerze wieder an. Nee. Du trafst auf eine kleine Gruppe von Überlebenden. Mit vom Hunger ausgezehrten Gesichtern drängten sie sich um ein Lagerfeuer. Sie blickten zu deiner Kreaturenschar und winkten dich herbei. Komm, wärme eine der Kreaturen am Feuer, sagte eine. Wärme sie am Feuer, das wird ihre Kraft steigern, sagte eine andere. Dir fiel auf, wie sich einer der Überlebenden Sabber vom Mund wischte. Kann ich eine Karte stärker machen? Sagt das Hermelin. Eine Karte stärker machen, okay. Kostet... Die Schnappschildkröte, die blockt. Mein Hermelin. Der Gag, der nichts kostet. Was machen wir? Der Bienenstock ist eigentlich auch ganz geil. Wolf ist ziemlich stark mit dem Mantiskraft. Kraft. 4-2. Das wärmende Feuer steigerte die Kraft der Karte Wolf. Einer der Überlebenden streckte die Hand nach der Kreatur aus. Nein! Jemand anders knirschte mit den Zähnen. Ohne ein weiteres Wort zogst du deine Kreatur vom Feuer weg und gingst fort. Okay. Das sieht nach einem Bosskampf aus. Der Angler. Warum ist denn schon ein Licht aus? Meine Bosskämpfe sind risikoreiche Prüfungen deines Geschicks. In deiner einzigen Flamme wirst du sie entweder bewältigen oder sterben. Keine Angst. Den Rauch darfst du behalten. Der Rauch. Was ist denn der Rauch? Ein fauliger Geruch stieg dir in die Nase und schnürte dir die Kehle zu. Das heißt, wenn man eine Flamme, aber wenn man mit zwei Flammen in den Bosskampf geht, hat man eine Karte mehr. Den Rauch eben. An einem brackigen Teich saß ein ungeschlachter Mann.
die Füße im dunklen Wasser. Er zog einen Haken aus einem Haufen gammeliger Fische und rappelte sich auf. Ich bin der Angler. Fischen geh. Was kann denn der Rauch? 01. Kann man den opfern? Blutet der? Ein Eichhörnchen? Was macht das fucking Kaninchenfell? Kann man das opfern? Das hat auch hier... Das kann man bestimmt opfern, das Kaninchenfell. Was hat er hingelegt? Eisvogel. Okay, wir fangen mal an. Wir spielen den Rauch. Wir spielen ein Eichhörnchen. Rauch und das Eichhörnchen opfern. Probier mal, kann ich auch das... Ich will mal das Kaninchenfell mal ausprobieren. So, jetzt ist das Hermelin. Kann man das Kaninchenfell opfern? Du kannst das nicht opfern, okay. Schnell. Zu schnell, zu früh. Okay, der hat sein Deck ein bisschen aufgepumpt. Klar. Ist schlecht. Ja, 1,6 bringt auch nichts. Weil die haben ja 6 HP. 4, das krieg ich auch nicht. Okay, das ist schlecht. Das Stundenglas würde ich doch mal nehmen. Schildkröte bringt mir überhaupt nichts. Ich darf jetzt auch nicht mehr ziehen. Passe, ja. Der Wolf. Ich muss... Ich kann aber auch nicht zwei spielen. Ich muss die beiden Karten spielen. Die beiden Items. Ich muss ihn passen lassen und ich brauche die schwarze Ziege. Die kostet 1. So. Ich passe dann mal. Ja, das war der Plan. Was macht das Kaninchenfell? Ich check das überhaupt nicht. Rabenei. Aber ich kann es ja nirgendwo hinlegen. Auf was Hermelin? Ich kann es ja trotzdem nirgendwo ausspielen. Ich dachte, vielleicht kann man es auf das Kaninchenfell legen, aber anscheinend nicht. Deine Kerzen wieder anzünden. Nun gut. Toya fragt, was macht die Ziege mit dem Blut? Also man kann die Ziege spielen, kostet ein Opfer. Und wenn ich die Ziege opfer, gibt mir die 3 Blut. Für andere Karten. Aber nur
praktisch nur für die nächste Karte. Ich krieg praktisch für die nächste Karte 3 Blut angerechnet. Aber ich krieg nicht solche 3 Blut, kann eine Karte mit 2 Opfer und mit einem spielen. Also ich kann jetzt nicht auf 2 Karten verteilen, die 3 Blutopfer, die ich bekomme durch die Ziege, leider. Kannst du nur auf die nächste Karte anrechnen. Du darfst eine seltene Karte aussuchen. Okay, das machen wir doch mal. Eine weitgehend unscheinbares Exemplar. Seltsame Larve 03. Kind 13. Ura Juli. Das Ganze hier mit der Ziege kriege ich halt 3 Blut und muss dann nur eine andere Karte opfern. Eine normale Kreatur und die Ziege würden mir 4 geben. Die seltsame Larve, was da wohl rauskommt, nach einem Zug 03. Nehmen wir mal mit. Du zogst einen der Fänge des Anglers als Mahlzeit in Betracht, doch der widerliche Gestank hielt dich davon ab. Das glaube ich, das Abendessen würde warten müssen. Lass mich mal sehen. Ein eisiger Windstoß drang unerbeten in deine Lunge vor. Die Schönheit fallender Schneeflocken konnte dich nicht von der Kühle in deinen Knochen ablenken. Du warst zur Schneegrenze emporgestiegen. Besser als der scheiß Sumpf. Du kamst zu einem kleinen Außenposten im Wald, in dem eine geheimnisvolle Frau arbeitete. Es war die Händlerin, die der alte Fallenschild erwähnt hatte. Ihr Äußeres wirkte beunruhigend, doch ihr Angebot ließ deine Sorgen verfliegen. Macht es dir was aus, wenn ich mir mal deine Felder ansehe? Ich habe nur ein Fell. Lass uns mit deinen Hasenfällen anfangen. Hier, das kann ich dir anbieten. Ein Handel steht nichts im Wege. Lass dir ruhig Zeit. Ziege? Achso, das ist dann die Ziege normal. Wolfsjunge, Maulwurf. Was macht der Maulwurf? Gräber. Wenn ein leeres Feld getroffen würde, bewegt eine Karte mit diesem Siegel sich auf dieses Feld, um den Schlag stattdessen zu empfangen. Der tankt also praktisch immer. So eine Art Taunt. Rabe, Bienenstock, Fischotter taucht unter 1-1. Stinktier. Die Kreatur, die sich eine Karte mit diesem Siegel entgegenstellt, verliert eine Kraft. Kraft des Angriffs oder was? Lebenspunkte, Kraft, Angriffskraft. Die schwarze Ziege nehme ich, die ist gut. Ich hätte nur ein Fell leider. Diese Felle sind großartig. Besten denke ich doch mehr. Ah, ich habe eins gefunden. Ja, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Das Feuer hat Kreaturen verbessert. Das hat meine Items aufgefüllt. Ich habe keine Items mehr, deswegen wäre es jetzt nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Dann kommt nochmal ein Feuer, aber bessere Karten sind auch nicht schlecht. Ohne 3 Items überstehe ich doch den nächsten Bossfight nicht. Aber wenn das Deck nicht besser wird, ist auch immer scheiße. Ich brauche 3 Items. Es hilft alles nichts. Ah, das ist nicht gut. Damit kann man einmal so ein richtiger fiese Tag machen, einfach alles angreifen. Eichhörnchen einmal. Eisopossum, dieses bedauernswerte Opossum. Eisopossum-Flasche für den Anwender. Ein Eisopossum entsteht auf deiner Hand. Die Karte Eisopossum ist definiert durch 0 Kraft, 5 Gesundheit, eingefroren. Ja, was ist eingefroren? Du Witzbold. Möchte mir jemand verraten, was eingefroren ist? Vielleicht beim ersten Mal hält der Eisblock den Schaden ab und erst danach wird das abgerechnet. Ah, ein würdiges Opfer. Abstoßend. Kann man sich das mal angucken. Verzweifelter Angriff. Was alles gibt, eingefroren. Wenn eine Karte mit diesem Siegel stirbt, kommt stattdessen die Kreatur drin frei. Ah, wie ich es mir gedacht habe. Wie ich es mir gedacht habe,
dann bekommt man einfach, also praktisch einmal so ein Damage Shield. Und danach vielleicht opfern. Moin Melanie, gut geht's mir, danke. Dir hoffentlich auch. Ist nicht so schlecht. Karte zerschneiden, ja. Glücksgriff. Ja, hoffentlich. Hirschkalb 1-1 wird stärker, zieht nach rechts. Werden alle stärker, das finde ich nicht gut. Das ist auch scheiße. Ach, die fliegt, die killt nicht mal das Hirschkalb. Dann opfern wir die Biene auch einfach gleich. Hoheitsvoller Elch. Die Kreaturen der Wildnis machen ihm Platz. 3-7. Wenn der Besitzer seinen Zug beendet, bewegt eine Karte mit diesem Siegel sich in auf die dem Siegel angegebene Richtung. Im Weg stehende Kreaturen werden in die gleiche Richtung geschoben. Da kommt der Rabe raus. Habe ich überhaupt einen Raben? Warte mal gucken, dass ich weiß, was. Ich weiß noch nicht, was aus dem Rabenei genau kommt. 3-7 und bewegt sich dann irgendwie in die Richtung. Für 3. 3 ist ganz schön viel. 3-7 ist allerdings auch nicht schlecht. Vielleicht brauchen wir langsam mal stärkere Karten. Auch wenn ich nicht ganz sicher bin, ob das so ein toller Move ist, dieses plus 2 auch noch. Ach, man sieht unten auch, was passiert. Lebenspunkte plus 2. Eine Gruppe ausgehungerter Überlebender. Ja, bla bla bla. Die werden mit ihrer Gesundheit steigern. Einer der Überlebenden sagte gar nichts, konnte jedoch nicht aufhören, sich die Lippen zu lecken. Irgendwann essen die eine Karte, die Schweine. Keine Chance. Der Bienenstock wäre natürlich gut mit HP, ne? Oder die Natter. Prinzipiell wäre aber der Bienenstock gut mit HP. Die Gesundheit der Karte.
Karte wurde durch die Wärme gesteigert. Als einer der Überlebenden ein Messer aus der Tasche zu holen begann, zogst du dich zurück. Das ist ein Kampf? Was ist das? Wir probieren einfach die Sachen auch aus. Das ist doch ein... Sieht aus wie ein normaler Kampf, oder? Obwohl, hier oben ist einmal Items. Items brauche ich ja noch nicht. Und hier ist auch nochmal dieses Symbol. Dann gehe ich wahrscheinlich eher da rechts lang. Dann gehen wir mal hier lang jetzt. Ist das ein normaler Kampf? Der Totenkopf? Ich bin's wieder. Ja, danke. 3304. Das ist der blöde Maulwurf. Truthahngeil, der fliegt auch noch. Das bringt ja auch überhaupt nichts. Der Truthahngeil, der greift ja meinen Bienenstock gar nicht an. Das Eichhörnchen bringt auch nicht viel. Der Bienenstock bringt ja nur was, wenn er angegriffen wird. Und von fliegenden Karten wird er nicht angegriffen. Sicher? Ja, schon. Schnappschildkröte. Okay. Der fliegt, das Rabenei, ja, das... Ich weiß nicht, was die machen, das bringt mir nichts, kenne es. Eichhörnchen, Schnappschildkröte. Ach, da ist ein fliegende Blocken, was immer ein ganz gutes. Kriegen wir nicht mehr Schaden. Das, ah, das ist ja auch ganz interessant. Oh, meine Runde ist schon verloren. Schön, habe ich nicht so richtig. Ich bin enttäuschend, ja, finde ich. Ach, dann ist der Kampf auch... Okay. Ich dachte nur, man kann weiterspielen. Der Fallensteller! Der war das Symbol, habe ich schon vergessen gehabt. Ein Kaninchenfell immer geschenkt. Ein Wolfsfell, ein goldenes Fell für 11. Ich hole mal ein goldenes Fell. Dann weggeschmissen? Oder ist das hier drauf gelandet? Ist das drunter gelandet? Was? Okay. Nee, alle drei bekommen. Bin dir sehr verbunden. Puh. Gehen wir mal hier lang. Erstmal wieder eine Karte verbessern. Welche Karte opfern wir? Vielleicht die Natte. Die Natte opfern wir. Und verbessern damit. Ein Fell ist ja auch irgendwie witzlos. Ist aber nicht so richtig gut. Ich habe mir was anderes erhofft, ehrlich gesagt, was ich jetzt zur Auswahl bekomme. Ich müsste jemanden, der viel HP hat. 3 Angriffe, 7 HP immerhin. Wie ist das jetzt mit dem? Gucken wir mal, ob der dann 2 Eigenschaften bekommt. Sieht so aus. Und was ist das Symbol? Wer ist er schon wieder? Was soll das goldene Fell? Der fiese Elch, ein Wolfsjunge, ist ein Eichhörnchen. Was spielt er hier? Ein 06es Maulwurfsmann. Was macht denn der Maulwurfsmann? Mächtiger Satz. Der blockiert Fliegende und Gräber. Ach das, wenn ein leeres Feld getroffen wird, bewegt sich diese Karte dorthin. 06. Und der bewegt sich nach rechts. Und was hat er noch? Spitze Stacheln. Wenn eine Karte mit diesem Siegel getroffen wird, erleidet der Angreifer einen Punkt Schaden. Okay.
Und er kann das auch killen. Wenn ich das irgendwie... Ich müsste ja erst was opfern für. Okay, okay. 06. Bewegt sich dann dahin. Das Fell dahin legen können. Man kann das Fell nicht auf ein Gegnerstück auf eine eigene Karte legen, um die zu stärken. Das geht nicht. Man wird sich da gleich hinbewegen. Das ist alles so awesome. Ich will aber die Karte einfach nicht verwenden, wenn es nicht sein muss. Ich habe auch nur noch eine Flamme. Was ist das hier eigentlich? Warum ist das da hinten mit den Stacheln? Hat der Spieler auch einen Stachel? Das heißt, wenn ich den Gegner angreife, kriege ich auch einen Schaden. Die sind alle voll verstachelt. Der wird auch noch stärker. Die Runde sieht nicht gut aus, Kinders. Was ist denn, wenn ich verliere? Wo fange ich wieder an? Muss ich wieder ganz von vorne anfangen? Ist das Game dann Game Over? Das probieren wir, glaube ich, einfach mal aus in der Runde. Ich bin mit dem Deck eh nicht so zufrieden, ehrlich gesagt, mit dem Anfang. Zum ersten Mal jetzt probiert, dann lernen wir es auch mal. Bevor ich es erst super spät lerne. Wir sind jetzt schon relativ weit gekommen, aber ziehen wir das hier einfach. Bienenstock. Eine Karte opfern. Leider ist es Zeit für dich zu sterben. Du bist noch nicht tot. Das ist nicht das Fegefeuer, obwohl du es dafür halten magst. Bevor du von uns gehst, muss ich dich um einen Gefallen bitten. Ich hätte gerne ein Andenken. Eine ganz persönliche Todeskarte. Sie sieht noch ziemlich schlicht aus, nicht wahr? Das werden wir gemeinsam beheben. Ich möchte, dass sie das perfekte Andenken an dich wird. Hier sind einige Karten aus deinem mittelmäßigen Deck. Wir können sie gut verwenden. Bitte wähle eine Karte aus, der ich die Kosten entnehme. Kann man sich jetzt eine neue bauen, okay? Eine, die billig ist. Kann ich mir eine eigene Karte bauen? Die. Kost in Höhe von einem Blut. Eine weitere Karte. Diesmal verwende ich Kraft und Gesundheit. Ach komm. Das ist doch scheiße. 1-1 ist Müll. Warum nicht jetzt 3-7? Anscheinend ist das, wenn die nächsten Runs einfacher. Weil man eine Startkarte kriegt. Aber warum ziehe ich denn... Drei sieben wäre zum Beispiel was gewesen. Eins, komm. Nee, heißt die Karte. Die spiele ich eh so. Eine letzte Angelegenheit, das Porträt. Jetzt habe ich... Bist du bereit? Ja. Du brauchst nicht zu lächeln. Ja, tue ich auch nicht.
Vielleicht ist es an der Zeit. Vielleicht kannst du mit Knochen klarkommen. Das einfallsreiche Opossum kostet 2 Knochen. What the fick? Du erhältst einen Knochen, wenn einer deiner Kreaturen stirbt. Aus welchem Grund auch immer. Kann ich auch mal meine Karten... Habe ich doch bestimmt in meinem Deck... Habe ich, bestimmt jetzt diese Todeskarte, die völliger Müll ist, weil die 1-1 ist. Je weiter man kommt, desto besser... Ah, das ist ein Ärger, sage ich euch. Ein Knochen, ja. Du wirst ihn nicht verlieren, bis du ihn ausgibst oder der Kampf endet. Ja, danke. So ein Schrott. Klapperschlange. Habe ich auch nicht aufgepasst, das liegt ja auch scheiße. Aber die Runde will ich eigentlich gar nicht. Ich bin jetzt voll frustriert. Was habe ich denn für ein... Ich habe die Karte gar nicht, die erscheint wahrscheinlich im Spielverlauf. Ah, das ist alles... Ein Hass, sage ich euch. Nur die Eichhörnchen. Oh. Ich habe deine Statuette vergessen. Steh auf und hol sie mir. Wunderbar, sie ist neben dem Tresor. Elch, Eichhörnchen, was habe ich denn da drin? Warum sind die in dem... Ah! Ich habe jetzt so einen Frust, weil ich glaube, dass diese Karte, die man da... Lass uns weitermachen, ja, super. Kojote, der dürre Kojote. Aber was kannst du für 4 Knochen erwarten? Klapperschlange. Eine verletzliche Kreatur kann an ihren gewaltigen... wenn man ihren gewaltigen Fangzähnen vorbeikommt. 6 Knochen. Die unausrottbare Kakerlake. Sie kehrt auf deine Hand zurück, wenn sie stirbt. Huh. Auch wenn man sie opfert? Das probiere ich mal aus. Weißt du, du kannst gern wieder aufstehen, damit dein Blut zirkuliert. Ich bin kein Tyrann. Du kannst aufstehen, immer wenn die Landkarte ausgerollt ist. Dann habe ich Zeit, unsere nächste Begegnung zu planen. Aber lass die Finger von meinem Eigentum. Tür geht nicht auf. Welche Kerzen ausmachen? Ich habe mir einen Zahn geklaut. Ein Messer? Was ist denn hier los? Okay, das ist eine seltsame Uhr. Das ist das Buch. Alles ultra gruselig. Ich mag das alles nicht. Felsbrocken, Eichhörnchen. Will ich diese Runde überhaupt richtig spielen? Einfach mal. Den Knochen lernen wir es langsam kennen.
als Wolfsjunge. Der greift ihn auch gar nicht an. Ich will ja den killen. Nein, so ein Mantisvieh. Leitwolf 1-2. Oh ne, was hat das noch? Anführer zu einer Karte mit diesem Siegel. Benachbarte Kreaturen erhalten eine Kraft. Auch das noch. Okay, super, super Idee. Finde ich ganz klasse. Bist du da schlau oder so? Gewöhnlich macht er sich nicht mal die Mühe, Leuten was über Knochen beizubringen. Also gut, hier hast du einen Tipp. So, ich habe gesehen, wie ein früheres Opfer einen Code ins Regelbuch schrieb. Okay, wir suchen mal noch einen Code im Regelbuch. Augenblick. Abstoß ist alles irgendwelche Sachen. Viele Leben, wo ist denn hier ein Code? Irgendwo ist das versteckt. Denn Sachen lerne ich dann erstmal noch. Das sind noch viele Fähigkeiten, die ich nicht kenne. Muss ich jetzt auch nicht alle kennen. Das ist für den Tresor doch garantiert. Nur eine, ja, ist alles gut. Auf die Hand kommen. Aber das erlebe ich diese Runde nicht mehr, weil wir jetzt die Runde beenden. Oh, hallo. Ich war unsicher, ob ich hier aus dieser Eisengruft entkommen würde. Ist das Hermelin in der Nähe? Der verkrüppelte Wolf? Dieser Wahnsinn muss enden. Leg das weg! Den Schlüssel eingesteckt. Den Schlüssel behalte ich mal. Was mache ich mit dem Schlüssel? Die Tür ausschließen?
0 von 5. Warum kann ich das nicht nach oben bewegen? Das kann man gar nicht bewegen. Hier unten sind Karten, hier sind die Tatzen, das stehen die sich gegenüber. Geht es darum, wie die sich Schaden zufügen? Das ist auch ein Schieberätsel. Dass der eine 0 Schaden bekommt, der andere 5. Wer ist hier? Also macht er 2 Schaden. 3. Wenn das jetzt Karten wären, zum Beispiel, ich würde die so spielen, würde ich 5 Schaden machen und 0 Schaden bekommen. 5, achso, okay. Eine Karte gefunden. Mir war gar nicht mehr bewusst, dass ich ihn dorthin getan hatte. Gut, du kannst ihn in dein Deck aufnehmen und ich biete dir ab und zu einen an. Eins, zwei, Skink. Ich weiß nicht, was der kann. Vielleicht kriegt er dann einen Schwanz, okay. So muss wahrscheinlich das gewinnen. Das hat er auf der Hand. Ja, aber irgendwie verstehe ich nicht. Was kann denn überhaupt der Skink? Jetzt muss ich mir kurz mal angucken im Buch, was das mit dem Echsenschwanz auf sich hat. Alles noch verkleckst, super. Segen des Beidhändigen. Was zum Fick ist hier alles los? Lockerer Schwanz. Wenn eine Karte mit diesem Siegel getroffen wird, entsteht dadessen ein Schwanz und eine Karte mit diesem Siegel bewegt sich nach rechts. Okay. Eins, zwei, drei. Ganz kurz, das war doch hier eben. Ich verstehe nicht ganz, wie ich das eben gelöst habe. Ich habe einfach alle dahin getan. Jetzt habe ich angegriffen. 5 von 5? Sind das die Schadenspunkte, die man anrichten muss? Ich probiere mal. Macht man einen Schaden, ja. Das verstehe ich wenigstens, was da passiert. 3, 4, 5 Schaden jetzt. Okay. Das ist irgendwie zu einfach. Ameise. Beeindruckende Kreaturen, diese Ameisen. Nun gut. Ich werde sie deinem Deck hinzufügen und sie zukünftigen Herausforderungen verfügbar machen. Ich weiß nicht, ob ich sie in dieser Runde mein Deck haben wollte, weil ich einfach noch ausprobiere. Weil ich mache gerade für diese Runde mein Deck stärker. Aber will ich das überhaupt? Ich habe doch gar kein so ein tolles Deck jetzt gerade, oder? Der Wolf, das Opossum, Hermelin, Ochsenfrosch, Kakerlake. Die kommt wieder, wenn sie stirbt. Die Stinkwanze. Diese Kreatur, die Kreatur, die sich an der Karte mit diesem Siegel entgegenstellt, verliert an Kraft. Das ist das mit dem lockeren Schwanz. Was ist hier los? Ameisen. Der Wert, für den dieses Siegel steht, entspricht der Zahl der Ameisen, die der Besitzer auf seiner Seite des Tisches hat. Okay, je mehr Ameisen, desto besser. Ameisenkönigin. Ameisenbrut. Wenn eine Karte mit diesem Siegel ausgespielt wird, entsteht eine Ameise auf deiner Hand.
Ameisen sind vielleicht für Knochen gut, aber sonst. Okay. Das Deck ist halt völlig anders als das letzte. Was ich damit anfangen soll, weiß ich jetzt mal gar nicht. Will ich denn das alles aufmachen? Dann bekomme ich die alle in dieser Runde auf die Hand. Wird die Runde so erfolgreich sein? Das habe ich leider schon ausgemacht. Guck mich nicht so an. Hier kann ich mir noch Zähne klauen. Aber eigentlich will ich sozusagen jetzt nicht mir in dieser Runde voll das gute Deck bauen. Weil ich glaube nicht, dass es meine letzte Runde sein wird. Ich glaube, dass die eigentlich eher. Ich will eigentlich eher gern absichtlich noch einmal verlieren. Und dann einen guten Run machen. Der perfekte Run. Mit Bonus-Szenen und den guten Karten da. Irgendwie fühle ich mich jetzt nicht so. Ich verstehe auch noch nicht genug vom Spiel, habe ich das Gefühl, dass ich jetzt wirklich diese Rätsel schon lösen möchte an der Stelle. Wird das denn zurückgesetzt, wenn ich sterbe? Fragen über Fragen. Nee, nee. Ja, die scheiß Nee-Nee-Karte! 1-1. Die regt mich auf. Die könnte halt echt gut sein, ne? 1-1. Fischotter, der scheue Otter, er taucht unter, während ich am Zug bin. Ist er trotzdem besser. Toya meint, nee, nee, wird doch zum Running Gag. Ja, nee. Nee, nee, wird nicht zum Running Gag. Nee, nee, ist scheiße. Wie oft kann man eine Karte upgraden, ist auch die Frage. Das lernen wir vielleicht jetzt auch mal. Noch was ausprobieren. Ein Run nochmal. Wir müssen das ja in dem Spiel muss man einfach ausprobieren auch. 1-1. Ja. Kekse habe ich noch nicht. Deine Rumkugeln habe ich bekommen, Karl und dir übrigens. Schön, dass du da bist. Habe ich es vorhin übersehen, dass du schon da bist? Da wollte ich schon antworten. Die Rumkugeln habe ich bekommen und auch schon 6 Stück heute gegessen. Waren sehr lecker. Vielen Dank dafür. Kekse habe ich noch nicht. Aber die Rumkugeln sind inzwischen da. Sehr lecker. Danke sehr. Die waren auch, die haben mir sehr gut geschmeckt. Wie ist das? Wenn eine Karte mit diesem Siegel ausgespielt wird, entsteht eine Ameise auf deiner Hand. Also so macht die keinen Schaden, aber je mehr Ameisen man ausliegen hat, desto stärker werden die. Das sind so unterschiedliche Karten, die auch gar nicht wirklich gute Synergien haben. Kann ich das mit der Ameise, dann stirbt die Karte ja auch. Nee, wird geopfert. Auf den Wolf. Wolf hat schon besser 3-2 als eine 1-1-Karte. Kostet natürlich 2. Ich bin nicht zufrieden. Ich will nochmal zu dem einen Opferstein spielen, um Sachen auszuprobieren. Du wieder, so ist es. Unser Freund hat mich befreit. Nun, im Grunde habe ich gesagt, was zu tun ist. Hast du einen Plan? Wir haben hier noch einen Freund. Das kann nicht sein. Ich würde ihn nicht als Freund bezeichnen. Aber ich schätze, diesmal stecken wir tief drin. Okay. Noch ein Freund. Ich will immer gucken, was das bedeutet. Das sind nur Fliegekarten. Fliegekarten sind scheiße. Immerhin verliert er an Angriffskraft, kriege ich weniger Schaden. Das ist gar nicht so schlecht. Die Stinkwanze. 8 Knochen braucht die, okay.
schlecht gespielt. Ja, vielen Dank, Schnauze. Zurück im Spiel. Dann macht er halt weniger Schaden. Der fliegt einfach drüber. Und ich, hä? Warum ist mein Hermelinien gestorben? Was zum... Ach, hat er das... In der letzten Runde, ne? In der letzten Runde hat er das Attribut, also den, die Eigenschaft gehabt, dass er nicht stirbt. Das habe ich ganz vergessen. Der stirbt jetzt ja ganz normal. Ameise. Ameise bringt alleine auch überhaupt nichts. Deck ist scheiße in dieser Runde. Also wirklich scheiße. Ich sehe, in welche Richtung das läuft. Ich gebe mich geschlappt. Du kannst akzeptieren, dass ich aufgebe oder diese Partie auf die langsame Art beenden. Was habe ich dann davon, wenn ich aufgebe? Das probiere ich einfach mal aus. Der Run ist eh scheiße. Was gibt, habe ich in irgendeinem... Nee. Hier kann man nach Karten auswählen, zufällig. Ich will nochmal opfern. Ich will das ja mit dem Opfern nochmal probieren, deswegen... Ich glaube, diese Runde ist eben Quark. Der arbeitsame Biber. Wenn er ausgespielt wird, baut er angrenzend Dämme. 0-2. Das wollte ich jetzt mal probieren. Mal gucken, ob wir irgendwie mal drei Sachen bekommen. Oder irgendein Quark aus. Ich will ausprobieren, ob man mehr Effekte als nur einen bekommt. Ob man drei Effekte bekommen kann, aber wahrscheinlich nicht. Müsste ich hier lang gehen. Gucken, ob das geht. Man möchte natürlich irgendwie weiterkommen, aber man möchte auch Sachen ausprobieren in dem Spiel gerade. Sperling 1-2, Coyote 2-1. Was ist das nochmal? Ein Abbild davon auf der Hand, aber das komplette Abbild? Also mit... mit diesem Schwanz ist nicht gestorben und er ist einen noch weggerannt und hat diesen 0-2er Schwanz. Und der Schwanz hat aber auch die Eigenschaft geerbt, oder wie? Das ist ja voll die gute Kombination, wenn man die beiden Sachen kombiniert. Sollte ich mir jetzt auch... Okay. Das funktioniert also auf die Art und Weise. Das ist interessant. Kriege ich jetzt immer wieder und kann den opfern. Ich muss eine Karte ziehen, okay. Thank you.
funktioniert. Das funktioniert. Was ich mir da überlegt habe, die Kombo funktioniert. Das heißt, ich kriege diese kostenlose Karte, die blockt und die ich dann noch opfern kann, oder? Das war ja der Plan, das war dieser gedachte, das ist natürlich echt nicht so verkehrt. Ziehen wir das Eichhörnchen, so, dann spielen wir das Eichhörnchen. Wen möchte ich denn dann spielen? Warte mal ganz kurz, den Wolf 3-2. Greift die beiden an, so würde er die beiden angreifen. Die machen beide 2 Schaden. Dann greift er das an und killt den. Der greift den an. Was ist denn, wenn ich ihn selber kille? Ich kann den opfern und kriege den wieder auf die Hand. Selber, ich kann den selber opfern. Kann ich ihn beliebig oft opfern? Okay, das ist eine interessante Kombo. Ha. Die Ameisen sind eh scheiße. Da kann ich auch voll viel Knochen generieren. Ja, praktisch fast unten, also die Ameise ist eh scheiße und das brauche ich jetzt nicht, aber ich kann ja beliebig viele. Ich will jetzt eh nicht aufspielen, deswegen das bringt nichts oder nicht viel, sagen wir mal so. Die Ameise zählt die auch für sich selber, das können wir jetzt auch mal rausfinden. Ja, die zählt für sich selber, sie ist 1-2 sozusagen. Ha! Sachen gibt's. Also diese Kombo vor 9 Sekunden ist jetzt gespeichert. Was soll das eigentlich, dieses mal 9? Okay, okay. Geht nicht. Also diese Kombo ist interessant. Die hat mein Deck jetzt dann doch mal... Der Skink, weil das auch den Effekt erbt, das ist ja der... Das ist echt cool. Puh, da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ich werde erstmal eine Pause machen. Vielleicht mache ich da noch ein Deck-Upgrade hier hinten aus dem Schrank. Wird das jedes Mal resettet? Werde ich auch erst feststellen. Also ich werde auf jeden Fall weiterspielen. Ganz faszinierendes Spiel. Und dieses Deck-Building ist, oder dieses Deck-Spiel, dieses Roguelike, ist eigentlich irgendwie wohl nur ein Teil des Spiels. Da kommt danach noch mehr. Es gibt halt dann noch so einen Modus, wo man das auch einfach unendlich spielen kann, glaube ich. Das kommt dann alles später noch, wenn man das möchte. Aber das ist jetzt auch, da kommt noch mehr. Aber hier ist auch noch, alleine mit dem Deckspiel ist ja genug zu tun. Und dann in der Hütte, was man da erledigen muss. Super, super cool, muss ich sagen, bisher. Also wie es auch schafft, von der ersten Sekunde an eine wahnsinnige Atmosphäre aufzubauen. Hammer. Sensationelles Spiel. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Vielen Dank erstmal, dass ihr zugeschaut habt, hier auf Twitch live. Ich lade das natürlich auch auf YouTube hoch, wer das nochmal anschauen möchte, das Spiel an sich, ohne den Stream drumherum oder einfach mal halt gerne auf YouTube guckt oder das am Stück, kann auf YouTube wie immer meine Spiele nachholen oder Sachen, die ich da einzeln hochlade und umgekehrt, wer das auf YouTube sieht, sollte unbedingt auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, unten der Link in der Beschreibung. Das lohnt sich, weil dann könnt ihr live dabei sein, was vielleicht auch ganz cool ist oder so. Werde ich es auf weiterspielen auf YouTube und auf Twitch. Freue mich sehr drauf. Bin bis jetzt begeistert von dem Spiel und bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
Sehr, sehr cool. Hammer, Hammer, Hammer.